Ich grüße Sie mit dem Frieden von unserem Herrn Jesus Christus. Ich will die Verse lesen, Johannes Kapitel 5, 21 der 24, oder so sein das. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und macht sie lebendig, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn gegeben. Auf dass sie alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Hier haben wir eine wieder deutliche Aussage, dass der Sehen den Vater glück ist. Die Juden, sie klauten Jesus an, haben auch sich selbst mit Gott glück. Und diese Anklau, der war er sprach auch gar nicht. Sondern er leicht, er hat nur diese Beweise durch, dass er auch der Vater einsend. Kriegt es, dass der Vater der Toten abweicht und Levi nicht merkt, so merkt auch der Sohn lebendig, sagt er, wem er will. Kann man so ein Wort von Jesus sagen, wann er bloß wird ein Mensch gewesen? Diese Frau, die sich selbst beantworten würde hier, nee, also Jesus ist Gott. Das Neue Testament lehrt, dass Gott der Vater das ganze Recht dem Sehen gegeben hat. Damit der Herr Jesus das Recht haben kann, muss er natürlich absolute Weiten und eine vollkommene Gerechtigkeit haben. Er muss in der Lehre sein, die Gedanken, die Motiven von dem menschlichen Hort aufzudeuten. Wie seltsam würde es sein, dass der Rechter für die ganze Welt hier für die Juden stand und seine Autorität verteidigen muss. Und sei erkannten am Dach gar nicht. Also wenn der Arm das ganze Recht übergeben hat, dann meint er auch, dass Jesus Gott ist. Hier lesen wir, warum Gott seine sehende Autorität gegeben hat, die Dode abzuweichen, die Welt zu rechten. Der Grund ist, damit alle den Sehen ihre, so zu den Vater ihren. Das ist eine wichtige Aussage und einer von den deutlichsten Beweisen von der Gottheit von unserem Herrn Jesus Christus in der Bibel. In der ganzen Bibel wird uns gesagt, dass wir Gott allein anbeten dürfen. In den 10 Geboten wird den Fall verboten, andere Jäger büten den wahren Gott zu ehren. Und nun wird uns über geboten, dass alle den Sehen ehren, so sie den Vater ehren. Der einzige Töpfung hier, der wir in diesem Fall zurücknehmen können, ist, dass Jesus Christus Gott ist. Viele Menschen behaupten, dass sie Gott anbeten, doch sie bestreiten dort, dass Jesus Christus Gott ist. Sie sagen, dass er ein guter Mensch oder Gott ähnlich wie oder aus jeder andere Mensch wie, der jemals gelebt hat. Aber das Fall stellt ihm auf derselben Ebene, auf derselben Niveau, kann wir sagen, wie Gott, und fordert, dass die Menschen am derselben ihr wiesen sollen, so als sie Gott den Vater dort trafen wird. Wenn jemand den Sehen irren wird, dann irrt er auch den Vater. Da ist es nutzlos zu behaupten, dass man Gott leben wird, wenn man nicht diese selbe Leute dem Herrn Jesus Christus auch entgegen bringt. Wenn wir bei hierher noch zehnmal erzählt haben, wer Jesus Christus ist, dann sollen wir diesen Vers besonders gut über nur denken. Denken wir daran, dass er Gottes Wort ist, wenn wir die Bibel lesen. Und wenn wir diese Wahrheit annehmen, dass Jesus Christus Gott ist, in dem Fleisch gekommen ist. In diesen vier Versen haben wir das Design, dass der Herr Jesus die Macht hat, dort Leben zu geben und dort auch das Recht übergeben worden ist. Und nun erfuhr, wie wenn man von dem jetzigen Leben das Geschenk kriegen kann und dort das Recht dann in den Stich kommen kann. Und das ist einer von den Lieblingsversen von der Bibel hier, wo ich sehr lieb habe, Johannes 5, 24. Da ich seine Botschaft habe, wo der Herr Jesus hier sein, dass viele Menschen all das ewige Leben nicht kriegen. Zweifellos ist der Grund dafür, dass er so geläuft wird, der Ort und die Wiese, und dass er den Weg der Radung so deutlich durchstellen wird. Der Herr Jesus fängt diesen Falsch mit der Wirt an, wahrlich, wahrlich. Damit will er die Aufmerksamkeit und die Bedienung von dort ab, Menschen ab Arm lenken, was er nicht sein wird. Und dann sagt er noch diese persönliche Mitteilung der Töne, exagierend. Der Sehen Gottes redet hier sehr persönlich zu uns. Er sagt, wer mein Wort hört, also das Wort Jesus zu hören, bedient nicht bloß Hand zu horchen, sondern auch der Ohren zu nehmen, Arm zu glauben und Arm zu gehorchen. Viele Lied hören eine Predigt, die hören das Evangelium, doch sie können nicht mehr anfangen.
Der Herr sagt hier, dass man seine Lehre aus göttlich annehmen und glauben muss, dass heute Heiland von dieser Welt ist. Dann sagt er das Nächste, und glaub dem, der mich gesandt hat. Also, dass du am Gott glauben, dass heute, dass man du durch all die Rat ist. Oder dass heute nicht, dass man bloß, wenn ich glaube, naja, dass Jeff den Gott heute automatisch die Rat wird. Viele behaupten auch an Gott zu glauben, doch sie haben sich noch niemals wirklich bekehrt. Das geht um den Gedanken, dass man Gott glauben muss, dass der Herr Jesus Christus in diese Welt geschickt hat. Man muss glauben, wenn man glauben muss, dass Gott dem Herrn Jesus geschickt hat, damit er uns rät, dann muss man glauben, dass Gott über dem Herrn Jesus gesagt hat, also dass Jesus Gott ist und dass heute eins der Räder ist. Dass er allein den Sinn vergeben kann, durch das Wort am Kreuz von Golgatha. Und dass er dadurch, wie er muss eine Vergebung kriegen, dort hat er wie Glauben tun. Dann sagt er wieder, der Herr wird leben. Man muss das hier auch beachten, krank wird Jesus das sein, dass er nicht du am, dass er das ewige Leben haben wird, sondern du am, er hat das ewige Leben. Und dort Leben von dem Herrn Jesus Christus. Das ist nicht bloß ein Leben, was Himmel zu eingehen wird, sondern das ist ein Leben, was ein viel höher das stehende Leben ist. Das ist das Leben, das der Herr Jesus uns schenken wird, der wir und arm glauben. Das ist das jährliche Leben, was man kriegt, wenn man wahrer geboren wird. Und dort steht er ganz im Gegenteil zu das natürliche Leben. Dort kriegen wir bei unserer Geburt, wenn wir geboren wurden. Und dann sagt er wieder, das kommt nicht in das Rechnen. Das geht du an, dass man weder nu, auch in der Zukunft verdammt wird. Wer an dem Herrn Jesus glaubt, der ist von dort gerecht freigesprochen, weil Christus der Strafe für unsere Sünden am Kreuz von Golgatha geleden hat. Gott straft nicht zweimal. Christus hat die volle Strafe aus einem Stellvertreter aus unserer Stadt ab sich genommen, auch der ganze Gerecht, und dort regt er. Er hat das Werk vollendet, sagt er. Wobei man einen vollendeten Werk konnte man nicht mehr töten. Der Christ, der wird für seine Sünde niemals gestraft worden, wenn er sich bekehrt hat dem Herrn Jesus Christus und vor am Leben dort. Dann sagt er wieder, der ist mit dem Tod in das Leben übergegangen. Wer Jesus Christus vertrauen wird, ist in einem Zustand von einem jährlichen Tod, in dem Zustand von einem jährlichen Leben übergegangen. Für die Bekehrung wird er Tod in den Übertretungen von Sinn. Er wird dort so wie das, dass der Leib zu Gott oder die Gemeinschaft mit dem Herrn betroffen wird. Als er über Jesus Christus gläubig wird, wird am der Jesus Gottes gejäft. Und von du wieder wohnte in dem Mensch, und du der Hafe das ewige Leben mit Gott. Was ist das falsche Wesen, weil einmal noch einmal, dass Jesus Gott ist. Und wer an Arm glauben wird, so ist die Bibel dort sein, wenn wir dort im Glauben annehmen, haben wir das ewige Leben, und wir kommen nicht in die Reich. Kein Mensch braucht dann verloren gehen. Und du wünsche ich uns Mut, dass wir alle diesen Jesus annehmen und dass wir das ewige Leben dürfen dann haben. Weil wir noch beten. Lieber Herr Jesus, danke, dass du Gott bist. Danke, dass du das ewige Leben gebracht hast auf diese Erde. Durch das Wort auf Golgatha, dass wir die Vergebung in dir haben. Musst du dort sehen, dass viele Menschen noch geraten wurden, euer die Wahrheit kommen des. Ich danke dir für die Vergebung, die wir haben in dir. Amen. Gottes Segen für diesen Tag.